Hallo meine lieben Schweißtechnikfreunde, willkommen im HDB Schweißshop. Lasst uns heute gemeinsam folgendes Thema anschauen. Wie kann ich am besten, ich sag mal mit Hausmitteln, meine Wolframelektrode in Form bringen, dass die wunderschön spitz ist, dass ich wunderbar damit präzise wigschweißen kann. Jeder von euch, der mit dem Wigschweißen begonnen hat, hat sich vielleicht ein paar Videos angeschaut, in welchem Winkel, mit welchen Geräten man sich so eine Wolfram-Elektrode anschleifen kann. Die professionellen Geräte dazu sind natürlich nicht gerade günstig. Da geht es ab 300 Euro los. Ich weiß, es gibt auch günstige für 100, 120 bei eBay und Amazon. Aber es geht noch viel einfacher. Und das ist ein Tipp. Ich frage mich, warum kein erfahrener Schweißer, der das ja eigentlich täglich macht, es uns nicht sagt oder verrät, beziehungsweise ich hatte das schon länger auf dem Schirm. Das war für mich selbstverständlich, aber ich habe noch kein konkretes Video dazu gefunden und das Thema wurde noch nicht besonders besprochen. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn du eine Wolfram-Elektrode hast und du musst die jetzt anschleifen und du bist in der Notsituation, du hast keinen Anschleifer, kein nichts, aber in der Werkstatt hast du sicherlich einen Schleifbock oder einen Winkelschleifer und jetzt kommt der Trick dabei, der Hauptdarsteller, der Akkuschrauber. Denn der Punkt ist folgender: Wenn wir eine Wolframelektrode nehmen und wir wollen sie möglichst präzise an einem Schleifbock anschleifen, dann müssen wir sie drehen. So, jetzt gibt es da die Problematik, dass die gerne auch warm wird beim Anschleifen, beziehungsweise wir können es auch da verletzen. Ja? Das heißt, wenn wir gegen den Schleifbock, quasi der dreht so und wir schleifen quasi gegen den Schleifbock, kann sie natürlich einen Abgang machen und dir ins Bein oder in den Fuß fliegen. Auch nicht so toll. Ja? Du sollst die eigentlich so anschleifen. Aber viele Schweißer machen das so, die Scheibe dreht so und dann wird präzise so angeschliffen. Die Riffel laufen parallel, also von Spitze zur Elektrode. Ja? Die Riffel laufen nicht so. Und jetzt kommt der Trick. Du spannst das in einen Akkuschrauber. Und dann gehst du an den Schleifbock, machst dir bequem, suchst du die optimale Position für deinen Winkel, ob es jetzt 20, 30 Grad sein sollen. Und dann legst du los. Und du glaubst gar nicht, wie gut das funktioniert. Sieht man hier. Ich habe einige Wolfram-Elektroden jetzt hier in meinen Akkuschrauber gespannt. Lange, kurze, es ist egal. Wenn sie zu lang ist, sie richtet sich aus. Ich nutze natürlich hier auf der Seite den feineren Schleifstein. Mit dem groben Schleifstein würde ich jetzt an eine 2-4-Elektrode nicht gehen. Und dann ab geht die Post. Natürlich, beim ersten Mal weißt du nicht ganz, wie du den Akkuschrauber halten sollst, da musst du dir natürlich ein bisschen Gedanken machen, ein bisschen probieren. Aber wenn du genau hinschaust, und ich habe das gemacht mit einem Automatikhelm, dass ich geschützt bin, falls da irgendetwas sich verabschiedet und vielleicht mir ins Auge fliegen will, da war ich geschützt. Du setzt an, ja, du guckst grob den Winkel, dann fängst du an zu schleifen und guckst, dass der Winkel stimmt, dass der Winkel passt für dich. Ja, wenn natürlich wenn du den Winkel, sagen wir mal, hier in einem Grad von 40, 50 Grad hast, wird die natürlich sehr stumpf, die Elektrode. Wir wollen die aber für unsere Chrom-Nickel-Stahlsachen relativ scharf haben. Also bewegen wir den Akkuschrauber zum Schleifstein und dann sehen wir automatisch beim Anschleifen, oh, guck mal, was für eine schöne Spitze da entsteht. Und dadurch, weil es sich dreht, wird das Ganze gleichmäßig. Und das ist der Trick dabei. Plus, ich würde hier aufpassen, wenn ich das tue, mache ich ein bisschen anschleifen, raus, weil du siehst, wenn du zu viel Druck machst und zu lange am Schleifstein bleibst, dass die Spitze glüht und ausglüht und natürlich dadurch nicht hält. Ja? Wir sind aber noch nicht fertig. Wir wollen ja das Ganze optimieren. Meistens ist es so, wir haben eine Wolfram-Elektrode und die wollen wir dann anschleifen und die ist vorher dunkel geworden, weil Gas gefehlt hat oder die zu heiß geworden ist oder da hat sich sogar weiter nach hinten Zusatz abgelegt. Hier können wir Folgendes tun. Wir können ein Schleifpapier nehmen. Wir können aber auch dieses tolle Vlies nehmen, dieses braune Vlies. Das hat jeder von euch.
Und dann können wir die Elektrode schnappen mit zwei Fingern, mit dem Akkuschrauber, die drehen lassen. Und dann kannst du auch sehen, wie schön sauber sie wird. Ja, wie neu, perfekt angeschliffen. Ich habe hier noch so einen Schleifstein, den habe ich damals bekommen, um so Aluminiumbleche, um die Oxidschicht so ein bisschen fein runter zu bekommen. Auch hier perfekt, der ist weich und poliert, ja, so Polierstein, wobei der relativ weich ist. Und da mit der Wolfram-Methode drauf und dann die drehen lassen, schön ausdrehen lassen, das wird einfach nur göttlich scharf und schön. Ich muss ehrlich sagen, das funktioniert sehr gut. Viele von euch machen das bereits auch schon so, besonders die Versierten und Erfahrenen. Aber das wird den Anfängern nie gesagt oder verraten. Vielleicht gab es mal das eine oder andere Kommentar, hätte ich besser darauf eingehen sollen. Und deswegen mache ich dieses Video, um euch das einfach nicht vorzuenthalten. Das ist eine super geile Geschichte, funktioniert sehr gut und mit den einfachsten Mitteln, die wir haben. Falls wir keinen Schleifbock haben, können wir das Ganze natürlich mit Winkelschleifer machen. Wir müssen aber hier aufpassen. Drehende Teile, schnell drehende Teile, spitze Sachen können irgendwo hinfliegen. Deswegen, ihr müsst hier immer aufpassen. Schutzkleidung. Auf jeden Fall Gesichtsschutz, dass dir nichts irgendwo hinwandert, weil dafür ist es ja eigentlich nicht vorgesehen. Wobei ein Schleifbock ist zum Anschleifen vorgesehen, man muss nur damit ordentlich umgehen. Ich möchte behaupten, ob ich jetzt einen 800 Euro Anschleifer habe oder ob ich das so mache, macht überhaupt keinen Unterschied, weil es wird mit beiden Geräten sehr gut, also mit beiden Versionen. Wobei du hier sogar ein bisschen präziser, ein bisschen individueller sein kannst. Ja, du kannst es sogar ein bisschen leicht rund machen. Ja, deine Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Das heißt, zum Vergleich von der Geschwindigkeit her, Präzision her, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, tut es nichts. Ja, du bist mit einem professionellen Anschleifer nicht wesentlich schneller. Du musst es auch irgendwo spannen, dann rein und dann drehen. Hier spannst du das in einen Akkuschrauber ab, in einen Schleifbock und dann geht's ab. Noch ein Punkt hinterher, Wolfram, auch die aktuellen Wolfram-Elektroden, der Staub, der da entsteht, das sollte man nicht unbedingt einatmen. Das heißt, eine Absaugung, vielleicht das Ganze draußen machen und die Werkstatt kurz lüften, dass du die Stäube und den Staub da einfach nicht inhalierst. So, jetzt schweißen wir damit, genießen es. Und wir sind stolz darauf, Schweißer zu sein. Von daher, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, ich habe euch lieb. Bis dahin, ciao.